Wir haben uns für den heurigen Advent etwas Besonderes einfallen lassen. Und was wäre naheliegender als ein Adventskalender? Wir möchten euch in den kommenden 24 Tagen gerne auf eine Reise durch die Kunstgeschichte mitnehmen und jeden Tag ein Bild präsentieren, das auch im Original bei uns zu sehen ist. Und heute möchten wir beginnen mit einem Altenreuer von Olga Wiesinger-Florian. Eine berühmte Malerin in Österreich, Schülerin von Schindler. Eine, die den Stimmungsimpressionismus, die Tonmalerei bis zum Expressionismus entwickelt und die in diesem Bild ihre Wohnung in Grafeneck zum Inhalt und zum Thema macht, und zwar zu einem ganz besonderen Tag. Leider nicht zum 1. Dezember, aber zum Namenstag. Und Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal deinen Namenstag gefeiert? Also es ist 60 Jahre her, ich habe ein Fahrrad damals bekommen. Das Tolle an diesem Bild ist, dass es ein Erinnerungsbild ist und dass eigentlich nichts wirklich Wichtiges erzählt wird, sondern nur Oberflächen, Licht, Blumen, Atmosphäre, dieser Reflex der Lichter und so weiter, das eigentliche Thema ist. Ein Schaubild, das uns zeigt, was Malerei alles kann. Und diesen Namenstagstisch, den wir da im Hintergrund sehen, den gibt es nicht nur in diesem Bild, sondern auch in einer ganzen Reihe, in einer ganzen Reihe von anderen Bildern, kleine Formate, etwas größere Formate. Das ist allerdings das große Hauptbild, das ausgemalte Bild, gemalt 1909 und, wie du schon angedeutet hast, eigentlich ein proto-expressionistisches Stück Malerei. Wenn man sich vorstellt, dass gleichzeitig oder fast gleichzeitig Richard Gerstl gemalt hat mit seinen sehr informellen expressionistischen Bildern, und wenn man sich Details anschaut wie hier, dann ist formal wenig Unterschied. Ein bedeutendes Bild, ein sehr schönes Bild, ein Bild, das zeigt, dass österreichische Malerei durchaus mithalten kann mit der internationalen, also nehmen am Brunard oder was, wird das Bild auf jeden Fall bestehen. Und wir sind sehr stolz, dass wir es zeigen dürfen und freuen uns jetzt schon auf morgen, weil morgen wissen wir noch nicht, was wir bringen, aber es soll ja eine Überraschung sein. Aber das ist schon mal ein sehr festlicher Beginn, und wir freuen uns dann, wenn wir uns morgen wiedersehen.